Ja, danke schön, Arno. Danke, Susanne, für die Einladung. Hier fühlt man sich ja ein bisschen sozusagen wie so ein altmodischer Alien im Vortragsprogramm, und es wird gleich noch altmodischer. Es geht nämlich sehr stark in die frühe Neuzeit. Und zwar zum Thema der Gefühle, der Bewegungen der Seele. Im heutigen Alltagsverständnis kommen Emotionen aus dem Inneren des Individuums. Sie scheinen uns Menschen zu bewohnen, beziehungsweise uns gar zu gehören, besonders den Frauen, damit denen auch einmal was richtig gehört. Emotionen drücken sich aus, manchmal werden sie auch unterdrückt, nicht ohne allerdings in jenem geheimnisvollen Inneren weiterzuwirken. Aufgrund ihrer unzugänglichen Lokalisation können Emotionen gleichsam einen Alleinanspruch auf Authentizität erheben. Hören Sie mich? Ja? Ich sehe alles. Wir jenseits der Körperhülle dieses geheimnisvollen Inneren versuchen Emotionen an Gesten, an Mimiken und an Handlungen zu dechiffrieren. Nicht so die Kognitionswissenschaften. Diese haben nämlich direkten Zugriff auf den Ort der Emotionen, das Gehirn. Aber auch in den harten Wissenschaften wird die strenge Dichotomie zwischen Körper und Geist scheinbar längst verabschiedet. Zunehmend integrieren sie psychologische und soziologische Theorien, um mit Schlagworten wie etwa emotionale Intelligenz dem Zusammenspiel von Nature und Nurture Rechnung zu tragen. Eine eingehendere Lesart des sogenannten psychobiosozialen Ansatzes, wie er in diesen innovativeren Kognitionswissenschaften verwendet wird, zeigt allerdings, dass auch die neuere Gehirnforschung, die Neurowissenschaft, Emotionen wieder auf Informationen reduziert, die im Gehirn, genauer in einem Zusammenspiel von Thalamus und Amygdala, verarbeitet werden müssen. Vieles an den Narrativen der rezenten Kognitionswissenschaften ähnelt dennoch verblüffend frühneuzeitlichen Beschreibungen der Bewegungen der Seele. Neben solchen Ähnlichkeiten sind es aber vor allem die gravierenden Unterschiede der Emotionstheorien an beiden Enden der sogenannten Scientific Revolution, also vormodern und postmodern, die eine Wissenschaftsgeschichte der Emotionen rekonstruieren helfen. Ja, die Frage stellt sich natürlich, wozu diese naturgemäß fragmentarische wissenschaftshistorische Rekonstruktion? Mich interessiert die Rhetorik der Körperregimes als Geschlechterpolitik und Geschlechterökonomie, die unsere Gefühlsregungen als historisch kontingente, kulturelle und soziale Konstrukte lesbar machen helfen. Die frühe Neuzeit bietet sich insofern für eine derartige Archäologie an, weil sie nicht so streng Spezialwissensgebiete abzirkelt. Alltagsverständnis, Psychologie, Soziologie sowie Biologie greifen stärker ineinander, und das korrespondiert vielfach mit holistischen Anthropologien. Im Folgenden werde ich historische Unterschiede und Ähnlichkeiten der abendländischen Seelenbewegungen im Diachronenvergleich an einem literarischen Text herausarbeiten. Und das ist sozusagen auch ein Weg, unseren Theorien Körper zu geben, nämlich den Körper der Protagonisten literarischer Texte. Der Text, um den es geht, ist Orlando Furioso. Dieses zwischen 1516 und 1532 von Ludovico Ariosto verfasste Renaissance-Epos war extrem wirkmächtig für die abendländische Kunst- und Kulturproduktion von Shakespeare bis Hegel und darüber hinaus. Ariostos Zeitgenosse Galileo konnte das 46 Gesänge mit insgesamt an die 46.000 Verse umfassende Hybrid von Heldendichtung und Romanze über weite Strecken auswendig. Dies beeindruckt nicht nur aufgrund der Länge des Werks, sondern auch angesichts der äußerst verwirrenden Plotlinien, die sich einer Zusammenfassung verweigern. Grob gesagt handelt es sich um drei Hauptmotive. Die der Rolandsage entnommenen Kriegshandlungen zwischen Christen und Andersgläubigen, eine Genealogie der Familie der Este aus Ferrara, der Mäzen des Autors angehört,
und die Liebeshändel der fahrenden Männer und Frauen. Ich werde mich in meinen Ausführungen, Sie ahnen es, auf das Liebesmotiv konzentrieren. Denn darauf basiert der titelgebende Furor, der Wahnsinn des Protagonisten Orlando, der dramaturgisch ebenso gewagt wie gelungen genau in der Mitte des Epos, also mit Canto 23, einsetzt. Aber kurz die Vorgeschichte kann ich Ihnen nicht ersparen. Orlando gilt als tapferster und kultiviertester Paladin in der Gefolgschaft Kaiser Karls und ist damit für das Gelingen des Projekts der christlichen Reconquista, der christlichen Wiedereroberung, unverzichtbar. Symbolisch lässt sich das auch in seiner magischen und unüberwindbaren Rüstung ablesen. Sein Schwert Duridana und sein Pferd Brilliadoro gelten als unbesiegbar und so konnte er sich in einem Beutezug im Orient auch den kostbarsten Anteil sichern. Die indische Prinzessin Angelica. Angelica ist blond, wunderschön und sie ist Jungfrau. Auf sie richtet sich denn auch das Begehren der Ritter in beiden Lagern, denn Angelica besetzt damit das kollektive Phantasma der Reinheit, das in Ariostos fiktionaler Ritterwelt antithetisch das blutige Kriegsgeschäft stabilisiert. Ein Wettstreit um dieses erlesene Beutegut setzt denn auch Orlandos weiteres Schicksal in Gang. Während Orlando und sein Vetter Rinaldo um Angelica kämpfen, verfügt der Kaiser diese an den Grafen von Bayern, dem sie allerdings entfliehen kann. Orlando wird zunächst von diversen Ritterspflichten abgelenkt, bevor ein Traum in Canto 9 seinen späteren Amor Herios, seinen Liebeswahn, antizipiert. Von Angelicas Traumbilde gerührt, wacht der Held in Tränen auf, verlässt das Kriegslager und macht sich auf die Suche nach seinem blonden Engel. Er verliert ihre Spur, während sich die fliehende Angelica ihrer ätherischen Gestalt entsprechend und mit Hilfe eines magischen Rings den äußerst gewaltsamen Aneignungsversuchen diverser Ritter erfolgreich entzieht, um sich schließlich in den verletzten Medoro zu verlieben. Diese Subversion ritterlicher Liebesökonomie mit einem verwundeten Mann, normalerweise verwundeter Blick des Mannes, das Herz der Frau, und einer begehrenden Frau auf der anderen Seite, also diese sozusagen Subversion, erfüllt sich auf allen Ebenen. Während der Rekonvaleszenz des Sarazenen Medoro in einem klassischen Locus Amenos, der Herberge eines Schäfers, genießen die beide einander sinnlich und sie erhöhen ihre körperliche Liebe, indem sie diese zu arabischen Versen verdichten, wie uns der auktoriale Erzähler in eindeutigen und leider auch äußerst derben Anspielungen wissen lässt. Ich lese es Ihnen nicht ganz vor, ich werde es ein bisschen paraphrasieren. Congento nodi legati insieme, also hundertfach ineinander verknotet, ineinander verstrickt sind sie, also imaginieren Sie das Bild ihrer Körper. Quante lettere son tanti son chiodi, coi quali amore il cor li bunge. Also so viele Buchstaben, wie es gibt, so viele Nägel, verwendet Amor, um ihnen ins Herz zu stoßen. Scritto il suo nome in quella scorza, den Namen in diese Rinde geschrieben, auch das im Italienischen eine relativ anzügliche Metapher. Diese symbolisch auf mehreren Ebenen ins Bild gesetzte Penetration trifft dann auch Orlando. In der vergeblichen Suche nach seinem blonden Engel beschließt er, zu seinem Kriegsherrn zurückzukehren. Der Rückweg lässt ihn ausgerechnet an jener idyllischen Quelle halten, an der Angelica und Medoro sämtliche Bäume zu Zeichenträgern ihrer Liebe gemacht hatten. Sie sehen es hier im Bild oben links, das ist leider keine sehr schöne Darstellung, ich habe keine bessere gefunden. Orlandos graduelles Abgleiten in den Liebeswahn korrespondiert mit seinen intellektuellen Kompetenzen, die innerhalb des vormodernen Interpretationshorizonts eines mehrfachen Schriftsinns aufgeboten werden. Also das erste
Baumgraffiti entdeckt, verweigert sich Orlando dem wortwörtlichen, den literalen Sinn und beschwichtigt sich damit, es könne nicht seine Angelica geschnitten haben, obwohl er doch deren künstlerische Handschrift bestens kennt, wie uns der Erzähler versichert. Die weitere Evidenz rationalisiert er dahingehend, dass Medoro nur eine Chiffre für ihn, Orlando, darstelle. Ob zwecks erotischer Finesse oder um seinen Ruf nicht zu gefährden, bleibt unentschieden. Angesichts der von Medoro verfassten arabischen Liebesverse auf einer Höhlenwand, die Orlandos Sprachkompetenz und Gelehrsamkeit selbst in diesem prekären Zustand unter Beweis stellen, versagt seine hermeneutische Lesart. 3, ja 4-mal wiederholt er die Lektüre, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Das Versagen einer weiteren Verarbeitung des Wahrgenommenen in eine verkraftbare, rationale Erklärung führt zur ersten massiven physiologischen Krise. Also Giacando in Vano, er versucht vergebens sozusagen dem einen Sinn zu geben. In mezzo il petto afflitto stringersi il cor sentia con fredda mano. Inmitten der bedrückten Brust spürte das Herz von einer kalten Hand zusammengedrückt. Rimasse al fin con gli occhi con lamente fissi nel sasso. Er bleibt am Ende mit den Augen und mit dem Geist fixiert auf diesen Felsen vor ihm. Und volea da, total ugir con troppa fretta, also der Schmerz, und der Schmerz wird hier imaginiert als Körpersaft, wollte zu schnell austreten und so weiter. Orlandos partielles Stattgeben eines unangenehmen Affekts, also einer unangenehmen Gefühlsregung, zeitigt gewissermaßen einen humoralen Stau, einen Stau der Körpersäfte, wie er etwa auch in der frühneuzeitlichen Ätiologie von Schlaganfällen beschrieben wird. Insgesamt steht Orlandos somatische Reaktion mit der frühneuzeitlichen medizinischen Passionsdoktrin ebenso in Einklang wie mit neuplatonischer Liebesphilosophie, wie sie Marsilio Ficino de Amore vermittelt.